In unserer Serie Lokporträts schauen wir uns heute den Bubikopf 64419 mal genauer an. Diese Dampflok gehört zu den bekannteren Museumsmaschinen in Deutschland. Wir sehen die Maschine als erstes am 25. Mai 2005 bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Bad Mergentheim in Richtung Torbay-Bischofsheim. An diesen Pfingsttagen ist die Maschine im Rahmen der Veranstaltung Hohenlohe Teil 3 unterwegs gewesen. Zu Beginn dieses Lokporträts über die 64419 begegnen wir der Maschine auf der Strecke von Horb nach Tübingen. Sie rollt gerade in den Bahnhof von Bieringen ein. Die 64419 wurde von der Maschinenfabrik Esselingen mit der Fabriknummer 4312 im Jahre 1937 gebaut. Die Abnahme der Lok erfolgte am 22. März desselben Jahres. Ihr erstes Einsatzbahnbetriebswerk war Waldshut. Über die Einsatzstellen Karlsruhe und Freiberg gelangte die Lok Ende Oktober 1947 nach Landau. Hier blieb die Maschine bis zum 26. Mai 1961 beheimatet. Danach führte ihr Weg unter anderem über Friedrichshafen nach Heilbronn. Hier war sie vom 5. März 1967 bis zum 3. Juni 1973 beheimatet. Zum Abschluss ihrer 37-jährigen Karriere stationierte man die Maschine für anderthalb Jahre im Bahnbetriebswerk Crailsheim. Ihre Ausmusterung erfolgte am 5. Dezember 1974. Damit der Bubikopf weiter nach Tübingen fahren kann, muss erst noch der Gegenzug abgewartet werden. Er wird heute von der 75-1118 der Ulmer Eisenbahnfreunde bespannt. Die Fahrten auf dieser Strecke fanden im Rahmen der Osterfeiertage im Jahre 2001 statt. Der Gegenzug ist aus dem Weg, sodass die 64419 ihre Fahrt weiter nach Tübingen fortsetzen kann. Von der Strecke Horb-Tübingen wechseln wir jetzt an die Ostertalbahn von Schwarzenden nach Neukirchen. Hier war die 64419 am 8. September 2002 zu Gast bei den dortigen Eisenbahnfreunden. Auf der Ostertalbahn ist normalerweise der gleichnamige Museumsverein zu Hause. Da er aber nicht über eine betriebsfähige Dampflok verfügt, wurde die 64419 der DBK für einige Fahrten angemietet. Der Zug verlässt gerade den Haltepunkt Dörenbach in Richtung Ottweiler. Der Zug durcheilt jetzt den Haltepunkt Wiebelskirchen, kurz vor Neunkirchen. Wir wechseln jetzt in das Jahr 2006.
Vom 1. bis zum 3. Oktober war die 64 wieder bei der Veranstaltung Hohenlohe unterwegs. Dieses Mal war es bei der 4. und bisher letzten Ausgabe dieser Veranstaltung. Die Lok ist mit einer Regionalbahn von Miltenberg über Amorbach nach Walldürn unterwegs. Während die Maschine so durch die Landschaft dampft, schauen wir nochmal in die Geschichte. Die 64419 wurde nach ihrer Ausmusterung von einem Crailsheimer Unternehmer erworben. Das ursprüngliche Ziel, die Lokomotive als Denkmal aufzustellen, scheiterte jedoch, sodass die Lok bis 1985 im Ringlokschuppen im Bahnbetriebswerk Crailsheim stand. Dann kam die Maschine leihweise in die Obhut des Bayerischen Eisenbahnmuseums nach Nördlingen. Von Oktober 1985 bis September 1994 war die Maschine dort im Museum untergestellt. Danach hat der Eigentümer die 64 dort abgezogen und den Crailsheimer Eisenbahnfreunden übergeben. 2 Jahre später ging die 64419 in deren Eigentum über. Noch im selben Jahr erhielt die Maschine im Ausbesserungswerk Meiningen eine Hauptuntersuchung und wird seitdem erfolgreich von dem Verein Dampfbahn Kochertal Historische Bahnen eingesetzt. Genießen wir jetzt die Lok ein wenig auf ihrer Fahrt nach Walldürn. Die Regionalbahn erreicht gerade den Bahnhof von Bödigheim auf der Fahrt nach Seckach. Von der Baureihe 64 wurden zwischen 1928 und 1940 insgesamt 520 Maschinen hergestellt. 250 Loks verblieben nach dem Zweiten Weltkrieg bei der Bundesbahn und 133 in der DDR bei der Deutschen Reichsbahn. Die restlichen Maschinen verblieben in Polen, der Tschechoslowakei und wohl auch in der Sowjetunion. Eine Lok ist nachweislich in Österreich geblieben, wurde aber schon 1957 ausgemustert. Wir wechseln jetzt die Veranstaltung und erleben den Bubikopf mit einem Fotogüterzug auf der Zenngrundbahn von Siegelsdorf nach Markt-Erlbach. Die Baureihe 64 ist eine recht gelungene Loktype. Mit ihr konnten auf ebenen Strecken sogar stattliche Züge mit hohem Tempo befördert werden. Das Leistungsprogramm sieht vor, dass 525 Tonnen schwere Züge in der Ebene mit 80 Stundenkilometern zu befördern sind. Auf Steigung mit 6 Promille sind es immerhin noch 425 Tonnen mit 50 km/h. Stehen bleiben, schön da stehen bleiben. Der Zug hat jetzt wieder den Haltepunkt von Adelsdorf verlassen und fährt die Steigung aus dem Zenngrund nach Eschenbach hoch. Thank you.
Ausmusterung dieser Baureihe begann bei der Deutschen Bundesbahn bereits in den 60er Jahren. Neben dem Bahnbetriebswerk Weiden in der Oberpfalz war das Bahnbetriebswerk Krailsheim die letzten Heimatdienststellen dieser Baureihe. Als vorletzte Lokomotive der Baureihe 64 wurde bei der Bundesbahn unsere 64419 am 9. Juli 1974 zettgestellt. Die letzte Maschine dieser Baureihe war die 64415 am 1. Oktober 1974. Zum Abschluss unseres Lokporträts sehen wir die Lok noch einmal auf der Madonnenlandbahn von Miltenberg nach Waldüren fahren. Mit der Information, dass von den 520 gebauten Maschinen heute noch 19 erhalten sind, wollen wir unser Lokporträt beenden. Von diesen 19 Maschinen befinden sich je eine in Polen, England, Belgien, Niederlande und in der Schweiz, wobei die letzten drei betriebsfähig sind. In Deutschland ist neben der 64419 nur noch die 64491 im Einsatz.